Das Schwimmen und die Sicherheit im Wasser sind nicht nur überlebenswichtig, sondern bringen auch eine Menge Spaß mit sich. Je früher die Sicherheit da ist, desto besser. Aber welche Rolle spielen die Eltern dabei? Eltern spielen eine sehr große Rolle beim Schwimmenlernen, weil die Wassergewöhnung zu Hause beginnt. Man muss mehrmals die Woche duschen, baden, das macht man mit seinen Kindern. Man wascht das Gesicht zu Hause, man wascht die Haare. Das kann ich alles zu Hause üben. Wenn das problemlos geht, dann haben wir nachher in den Schwimmkursen es auch einfacher. Damit euer Kind Spaß im Element Wasser entwickelt und mögliche Ängste abbaut, ist eine regelmäßige Wassergewöhnung wichtig. Das kann schon in der Badewanne anfangen. Schon hier könnt ihr das Kind animieren, mal Wasser über das Gesicht laufen zu lassen, über dem Wasser Luft auszublubbern, zuerst mit einem Strohhalm, dann ohne. Oder den Kopf leicht unter Wasser zu nehmen. Wenn das Ohr unter der Wasseroberfläche ist, können Geräusche wahrgenommen werden. Um die Übung interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten, könnt ihr als Elternteil verschiedene Geräusche unter Wasser machen. Zum Beispiel schnipsen mit den Fingern oder Tiergeräusche imitieren. Tischtennisbälle schwimmen auf der Wasseroberfläche und können ganz einfach über das Wasser gepustet werden. Die Übung macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch die Atmung. Im Schwimmbad, Meer oder Pool können die Übungen und Spielchen dann noch ausgeweitet werden. Das Wichtigste zum Schwimmenlernen ist bei den Kindern auf jeden Fall der Spaß. Also das muss Spaß machen, ich muss da reinspringen können, ich darf spritzen, ich darf alles machen, auf was ich Lust habe. Ich darf untertauchen, ich darf unter Wasser gucken, das alles dürfen die Kinder. Und das ist auch richtig und alles, was die im Wasser machen, hilft denen nachher, um schwimmen zu lernen. Doch wie bekommt das Kind ein Gefühl für die natürliche Wasserlage? Das Kind soll sich flach ins Wasser legen. Ihr als Elternteil befindet euch hinter dem Kind und legt eine Hand unter den Kopf des Kindes. Sobald euer Kind euch anschaut, wird es merken, dass es ohne viel Kraftaufwand auf dem Wasser liegen kann. Die Übung stärkt das Gefühl für die natürliche Wasserlage und vermittelt dem Kind, dass es auf dem Wasser schweben kann, wenn der Kopf bis zu den Ohren im Wasser ist. Auf dieselbe Weise könnt ihr Kind auch durchs Wasser ziehen. Kinder werden ganz spielerisch mit dem Wasser vertraut, indem sie sich wie unterschiedliche Tiere im Wasser fortbewegen. Beim Gehen durchs Wasser wie eine Krabbe wird die Bewegung der Beine für das Brustschwimmen vermittelt. Beim Imitieren eines Krokodils liegen die Kinder schon sehr flach im Wasser, was später auch beim Schwimmen benötigt wird. Beim Hüpfen durchs Wasser wie ein Frosch spritzt das Wasser ganz automatisch. Beim Spielen mit einem Ball im Wasser wird das Kind unvermeidlich Wassertropfen abbekommen. Die Kinder konzentrieren sich auf das Werfen und Fangen und bekommen das Spritzen gar nicht wirklich mit. Eine für das Kind anspruchsvollere Übung ist das Spiel Waschanlage. Anders als zuvor bespritzt sich das Kind hier nicht selbst mit Wasser, sondern lässt sich stattdessen von anderen mit Wasser bespritzen. Dabei lernt es, dass es auch vor ungewollten Wasserspritzern keine Angst haben muss. Erst wenn sich euer Kind im Wasser sicher fühlt und sich frei bewegen kann, sollten Tauchübungen mit in das Planschen integriert werden. Wichtig: Augen auf und nicht die Nase zuhalten. Folgende Übungen führen ganz spielerisch zum Tauchen hin. Ihr haltet eurem Kind unter Wasser einen Tauchring oder andere Gegenstände hin, welche es greifen muss. Anfangen könnt ihr mit dem Halten des Gegenstandes auf einer Höhe, dass nur die Schulter des Kindes unter Wasser muss. Steigern lässt sich der Schwierigkeitsgrad durch ein tieferes Halten des Gegenstandes unter Wasser. Die Übung kann bis hin zum Ertauchen der Gegenstände vom Boden ausgeweitet werden. Auch ein schönes Spiel ist es, mit dem Kind gemeinsam zu tauchen und mit den Fingern eine Zahl zu zeigen, die das Kind nach dem Auftauchen wieder geben muss. Beim Schreien oder dem Singen eines Liedes unter Wasser wird die Atmung geübt und das Prinzip vermittelt, dass Luft ausgeatmet werden muss, damit kein Wasser in den Mund kommt. Gezieltes Auftauchen kann mit einem Schwimmbrett geübt werden. Dazu einfach das Brett auf das Wasser legen und das Kind versuchen lassen, auf Höhe des Brettes wieder aufzutauchen. Ist das Kind sehr ängstlich, könnt ihr es auch an die Hand nehmen und zusammen untertauchen. Dabei ist zu beachten, dass es nicht gezogen oder unfreiwillig unter Wasser gehalten werden sollte. Plastikflaschendeckel schweben im Wasser. Kinder können unterschiedliche Farben ertauchen und an die Wasseroberfläche bringen. Die Deckel können vielseitig eingesetzt werden, zum Beispiel zum Ertauchen einer vorgegebenen Farbe oder beim Sammeln möglichst vieler Deckel. Zum Schluss noch ein paar allgemeine Tipps für Eltern. Es kann bei Tauchübungen passieren, dass sich euer Kind im Wasser verschluckt. Was dann? Das Kind sollte beide Arme in die Luft strecken und husten. So kommt das verschluckte Wasser am einfachsten wieder aus der Luftröhre. Damit die offenen Augen unter Wasser nicht brennen, sollten diese beim Untertauchen noch geschlossen sein und erst unter Wasser geöffnet werden. Das gleiche gilt beim Auftauchen. Liebe Eltern, geht mit den Kindern ans Wasser, zu Hause im Planschbecken oder am See, am Meer. Lasst die Kinder spielen. Jeder Kontakt mit dem Wasser ist wichtig und hilft nachher den Kindern, dass sie einfach schneller schwimmen lernen.